Abend zusammen. So, dann legen wir gleich los. Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Greuther Fürth. Ich darf die beiden Trainer auf dem Podium begrüßen und zunächst Stefan Rutenbeck und sein Statement zum Spiel bitten. Ja, erstmal mein Glückwunsch an den VfB. Ja, wenn du nach 4 Minuten 2-0 hinten liegst, die Mannschaft in der Phase 0, Gefahrenerkennung, die Tore dann auch in meiner Wahrnehmung auch zu einfach bekommst, dann darfst du ja schlussendlich nicht wundern, dass du so eine deutliche Niederlage bekommen hast, die absolut auch in der Höhe verdient ist. Wir haben gerade in den ersten Minuten vieles vermissen lassen, was in den letzten Wochen uns auch ein bisschen ausgezeichnet hat. Das war schlecht, das war schwach, ohne die Leistung des Gegners zu schmälern, aber ja, so geht's nicht. Ne? Vor Montagsspiel, tolle Atmosphäre, viele Zuschauer da, man kann sich präsentieren, man kann den Verein präsentieren und das war teilweise peinlich in den ersten Minuten und da bin ich absolut enttäuscht und ja, das wird Konsequenzen haben, da wird vieles auch drüber zu reden sein und das werden wir uns nicht bieten lassen. Dankeschön. Stefan Rutenbeck, vielen Dank. Hannes Wolf, bitte. Ja, wir haben das natürlich heute Abend sehr positiv erlebt. Am Anfang hatten wir das Momentum auf unserer Seite. Das erste Tor ist in der Entstehung natürlich glücklich, weil Benjamin wollte mit Sicherheit zu Kevin und nicht zu Carlos. Dann ja, sind wir die Anfangsphase, da waren wir voll da, haben dann die Chancen natürlich auch genutzt. Und ja, dann haben wir versucht, Spielkontrolle zu haben, den Ball zu behalten. Ich finde, die Mannschaft hat das sehr gut gemacht. Wir haben insgesamt nicht viel zugelassen. Wir waren sehr fleißig, hatten eine gute Aktivität und ja, es war ein rundum gelungener Abend. Damit sind wir total zufrieden, aber es wird nichts in uns verändern, sondern heute freuen wir uns und morgen wird weitergearbeitet, weil wir sind gerade immer noch am Anfang eines Prozesses, eines Weges und freuen uns auf jedes weitere Training, auf jede weitere Chance, mit der Mannschaft zusammenzuwachsen. Dankeschön.